Willkommen zurück zu Portal 2, diesmal aus Holz. Wir sind hier und völlig alt. Irgendwie 50er Jahre gelandet oder so. Alles ja, dann noch, wenn hier irgendwie auch, so. Guckst den Schalter hier, voll abgewetztes Holz. Der ist so hier, super alt. Und auch hier draußen sieht es sehr cool aus. Man ist hier irgendwie in so einer Kuppel. Ja, irgendwie sowas. In die hier mit alles Wasser vollgelaufen ist, ja. Mit brackigem Wasser. Also gesund sieht das alles mal wieder nicht aus. Für uns ist es, glaube ich, über ISO oder so nicht gesund. Allein die Wände. Aber trotzdem sind wieder die hellgrau, wo man drauf schießen kann. Und hier ist irgendwie ein Holzschalter. Mal gucken, was der tut. Cool, ich sehe dich doppelt. Ah ja, das habe ich jetzt zwar verpasst, aber... Guck nochmal hin. Ach, da unten. Ja. Hm, schön. Was bringt das jetzt? Da kann man da drauf springen. Spring mal. Ui. Wow! Aber da muss man irgendwo... Pass auf, dann gehe ich da mal auf den Schalter. Ach so, und du guck kannst mal, da geht die Plattform springen. Da genau. Auch runter. Dann springen wir da drauf. Ui. Jetzt kann ich nämlich da und jetzt kannst du nämlich hochfahren. Ah, super. Hier ist nämlich auch nochmal ein Knopf. Und das wird jetzt nämlich sicherlich bei mir auch irgendwie so ein Schleim. Yeah! Schleim! Und jetzt müsstest du, glaube ich, hier auf den Schalter gehen. Boah! Wie hoch man dann springt. Damit ich hier. Wow! Super! Yeah, das ist cool. Ich glaube, es gibt später auch noch mehr Farben. Mal gucken. So, jetzt kannst du auf dem Schalter runter, dann fahre ich nämlich hoch ja. Und dann kann ich mal gucken, was da ist. Achso, ja, stimmt. Hier ist übrigens auch ein ganz altes Büro. Oh Gott, die Lampe bei dir. Hinten siehst du das Büro? Mhm. So, und ja. Jetzt kann ich dir nämlich helfen. So, hinter dir. Ja, ich wollte gerade sagen, hier unten wäre super. Ja, klasse. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Natürlich. Yeah. Also sind wir, aber dass sie das jetzt glücklich macht. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Echt? Ja, suchst du Ärger? Na, cool. Muss mal, mach mal eine Aktion irgendwie. Vielleicht kriegst du sie dann auch. Wollt ihr meine kann auch sein, dass ich schon habe. Das kann sein. Ich bin sehr hab nichts bekommen. Mach. Ach, womit das denn, GLaDOS? Das würde mich ja mal interessieren. Ja. Wieder Rehe angucken oder so. Alles sieht hier anders aus. Ich meine, auch hier diese Dematerialisierungswände oder wie die hießen, sehen ganz anders aus. Ja, stimmt. Aber sie sind immerhin auch wieder blau. Ja. Hier sind mal wieder Schächte, in die wir runterfallen können. Oh, ja, super. Das ist so schön alt. Also richtig. Und mit Menschensymbolen. Eigentlich dürfen wir da gar nicht rein. Mir egal, ich bin ein Opportunist. Und dann überleg mal, da sind Menschen drin gewesen. Das ist ja, die runtergefallen. Grauenvoll. Ja, wow. Alles auch ganz rostig gerade gewesen und so. Ja. Das muss ich sagen, ist aber eh interessant. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange Zeit zwischen Portal 1 und Portal 2 und Portal 2,5 liegt, weil es ist hier ja so Portal 2,5. Ja. Und ich schätze einfach mal sehr, sehr viel Zeit. Wie weiß diese ganze Sache. Genau. Ich würde glaube, das wird auch nie erwähnt. Aber ich glaube, naja. Sieht so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Na, das kann gut sein. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Ah ja. Also ich glaube, im Singleplayer wird es eventuell mal erwähnt. Also 50er Jahre kommt, glaube ich, schon ganz gut hin. Ja, aber sowas. Wann jetzt halt ist, wenn das... Ja, ich glaube... Holz und Metall geht irgendwann kaputt, sag ich mal. Ja, wie gesagt, so rostig wie das alles ist. Also jetzt... Das neue Portal ist bestimmt so modern, so wie unsere jetzige Zeit so ungefähr vielleicht. Also, ich weiß nicht, ob das Militär... Man weiß es nicht. Warte. Ich habe hier gerade ein Geräusch gehört. Ja, es klingt alles so gruselig hier. So, was haben wir hier Schönes? Do not leave your belongings here. Do not loiter for more than 20 minutes. Do not touch the glass. Glas? Was? Welches Glas? Man soll immer... Und vor allen Dingen ganz unten nochmal. Nicht vergessen, dass ihr nicht das Glas anfassen dürft. Also, es scheint ja eine ganz große Bedeutung für die zu haben. Ja. Aber was für Glas, ja echt. Das hier? Ist das Glas? Nee. Ich weiß nicht. Oh Gott, hier fällt man runter.
Echt? Ach du meine Güte. Oh, schön. Da denkt man, man kommt in die Freiheit. Oh, da kann man auch wieder ganz viele Portale hinsetzen. Und ja, da ist ja auch diese blaue, gepunktete Linie, also müssen wir da bestimmt irgendwie hin. Der da ist irgendwas werden. Komisches. Und da ist eine Treppe. Ah, stimmt. Okay, da hinten ist ja auch der Ausgang. Was passiert denn, ja, wenn man hier den Knopf drückt? Aber... Okay, war jetzt irgendwie unerwartet? Auf jeden Fall zeigen ja auch mal ganz viele Pfeile nach oben und so. Das ist verwirrend. Irgendwie sollen wir nach so, oben. Auf jeden Fall können wir hier ein Loch machen. Also ein Portal, meine ich. Ja. Ich überlege nur gerade, wo das andere dann hinkommt. Zum Beispiel da könnte ich eins machen. Da komme ich noch an. Dann kommt da Farbe durch. Was jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Nö, ich glaube, die fiel ins Wasser. Die Idee ist aber genau richtig. Ach, da ist auch noch sowas. Und jetzt können wir ja, nämlich dort genau hochhüpfen. Das ist logischer als meins. Naja. Ui. Die Geräusche sind auch geil. So, ich finde das so cool. Ich mag ja auch dieses, also ich finde dieses, diesen Stil eigentlich noch besser. Also ich finde den ersten schon geil. Aber den neuen, also den alten finde ich, also den jetzt hier finde ich auch richtig gut. Das hat so ein bisschen was wie von Rapture. Das ist auf jeden Fall so mystisch und ein bisschen gruseliger auf jeden Fall. Ja. Ja, hier haben wir auch ein bisschen was zum Kombinieren. Ein bisschen ein Gel und dann noch dieses blaue Zeugs. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ah, okay. Diese Strahlen, ja. Da kann ich ein Portal machen. Vielleicht jetzt den? So. Ja doch, da könnte man sich da runterfallen lassen, auf die Plattform. Und das haben wir davon? Da ist schon das Ziel hinten, oder? Wir könnten zum Ziel laufen. Wie kommst du denn da hin? Ach so, wir kommen da ja gar nicht. Oder? Ach Mist. Was passiert hier? Oh, okay. Ich glaube, das ist... Im Prinzip, das ist genau die Lösung, die du auch... Aber das, da bräuchten wir irgendwie einen Stein oder irgendwas, um das da draufzustellen. Man kann ja auch erstmal da... Dann kann man da runterhüpfen. Ja, da. Bin mal so mutig. Mach das mal. Gut. Mal eben wegmachen. So. Schaffst du es denn, wenn ich jetzt dort ein Portal hinsetze, schaffst du es, dort reinzuspringen? Sicherlich nicht, ne? Das ist zu weit. Ja, das ist zu weit. Ja, ich fürchte, das wird Dreh dich mal so nach links. Nee, ja, okay, einfach einmal umschauen, damit ich sehe, was da unten ist. Aber da ist keine weitere Plattform. Sonst hätte ich da irgendwas komisch. Weil da kommst du ja nicht hin. Ach Gott, wie war das denn noch? Ich überlege. Ah, warte mal, du kannst doch nach hier oben gucken. Nach rechts oben. Da kannst du doch reinschießen, oder? Ja. Das bringt nichts. Okay. Ach ja, da habe ich Farbe hingemacht, aus Versehen. Bringt aber auch nichts. Ja, wie war das jetzt? Kannst du mir irgendwie Portale machen? Also dieses blaue... Kann... Mal gucken, ich müsste da oben hin. Wenn du eins hier oben hin machen würdest und das andere... Ja, ne, weiß ich auch nicht. Ist ja auch doof. Tja. Geht ja gar nicht. Tja, ja. Was mich... Also ich finde es seltsam, warum hier keine Wand ist. Verstehst du? Mhm. Du hast hier überall diese Dematerialisierungswand. Rechts von dir, rechts oben. Rechts, genau. Bis auf diesen einen kleinen Teil. Das machen die nicht ohne Grund. Das ist ja... Das war ja, glaube ich, von damals, also von gerade, wo wir die Farbe dahin gemacht haben. Ja, aber warum ist da keine Wand? Da kannst du durchschießen. Warum kannst du da durchschießen, aber dem restlichen kompletten Teil nicht? Haben wir da nicht vorhin ein Portal durchgemacht irgendwie? Ja, noch drinne, aber. Weiß es nicht mehr so genau. Hier komme ich, glaube ich, wirklich nicht rüber. Nee. Schade. Jetzt verschwendet ihr meine Zeit. Wir verschwenden nicht nur deine Zeit, auch unsere und die unserer Zuschauer.
Ja, das ist halt die Frage. Ich meine, da Hier war ja nur kommt das, da kam die Farbe durch. Bringt eigentlich überhaupt nichts. Außer, dass ich da hinkomme, aber das komme ich nachher auch. Was, wohin? Ach so. Aber es geht eh gleich wieder kaputt, wenn ich hier durchgehe. Ja, und was mich halt... Warte mal, ich geh mal. So, warum kann ich dort ein Portal hinsetzen? Was bringt mir dieses Portal dort? Das war nicht Oh, so gut. sorry, sorry. Scheiße. Oh. Das Problem Ja, ist. ich komme nicht wieder zurück. Warte mal. Geil. Warte mal. Ich will mal gucken, was da hinten ist. Ja, das ist ganz gut zu wissen, Mann, aber ich glaube nichts. Das war jetzt so schlau. Es ist ganz cool. Ich meine, es ist wieder so eine Sache, was man eigentlich bestimmt nicht machen soll. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist cool. Ja, Pock. schon. Hier ist eine Wand. Ah, hier ist eine. Ja, hier. Ich bin nämlich noch nicht an dieser Wand dran. So. Ist egal, ich muss jetzt hier sterben. Ja, tut mir leid. Macht nichts. Wir sind so nah dran. Und was macht ihr? Spaß haben. Klar, das. Spaß Genau. haben. Ah, ich würde dann nicht da irgendwie rein. Geht ja nicht. Ich kann Springen vermeiden? Ah! Okay. Was tust du da? Überlegen. Achso, okay. Es wird doch ein... Ich hab... Das Problem ist, ich hab eine Idee. Ich weiß noch nicht, wie ich die hinkriegen soll, denn... Ich würde gerne dort unten, dort, diesen Schlabberschleim hinschicken. Ach ja, das wäre cool, aber ob das geht? Genau Glaube das eher ist nicht die so. Überlegung. Ich müsste... Tja. Tja. Du kommst ja, du kannst ja nicht hierhin schießen, ne? Von da, wo du jetzt Nein. bist. Das wird nichts. Aber ich kann da hinschießen. Warte mal. So, nee. Ich bräuchte einen Schalter dafür dann noch. Aber. Ach so, ja, es geht in die falsche Richtung. Sonst würde der Schleim nämlich, glaube ich, da drin. Also, ich glaube, man kann den da drin transportieren. Ja, das Problem ist, dass der, dass ich da das Portal wegmachen müsste für deins. Ja, Weil der stimmt. Schleim würde ja da rauskommen. Ja. Oh, es geht schon wieder los. Ja! Ich glaube auch. Ach Mist. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich komme mal zu dir hoch. Ich hab das auch total Nein, vergessen, wie es Vorsicht! geht. Alter. Wieso? Ich mach Nee, doch gar nichts. ich bin da Ach fast so. in die falsche Richtung gefallen. Oh Mann, es wäre so cool, da rein zu können. Dann wären wir quasi am Ziel. Aber wie? Bringt alles nichts. Wir müssen dort unten diesen Schleim hinmachen, damit wir dann auf diese Plattform springen können. Reicht ja schon, wenn wir hier reinkommen würden. Teilweise. Aber nee. Ich glaube, dass dass wir schon den Strahl dorthin machen müssen, dass der dann nach oben geht. Und dann, wenn wir ganz oben sind, müssen wir den Strahl dorthin machen. Ja, das wäre gut. Obwohl, das macht auch nicht so viel Sinn. Naja, geht. Auf jeden Fall müssen wir da rein. Damit wir dann dort drüben landen irgendwie. Und dafür müssen wir diesen Schleimbatzen dort unten hinbekommen. Das heißt, wir müssen dort irgendwie es Ja, schaffen, aber das Portal hinzukriegen. jetzt mal so logisch überlegt, wenn wir jetzt da in dem blauen Strahl wären, Ja. angenommen, dann wären wir am Ziel. Wieso? Das Ziel ist da drüben. Ja, aber hier ist doch eine Brücke, da kann man so rübergehen, Treppe hochgehen und so weiter und dann ist man ja am Ziel quasi. Weil hier Ja. könnte man sich ja runterfallen lassen. Dann fällst du aber ins Wasser. So.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man landet da drauf. Auf jeden Fall muss es ja einen Sinn haben, dass das hier existiert. Ja. Und wir müssen... Welchen genau, weiß ich aber nicht. Ich auch nicht. Warum? Wie? Konnte man da Schleim drauf machen? Nee, geht ja auch nicht. Geht so weit weg. Wieso geht denn das nicht? Vielleicht stehst du zu weit in dem blauen noch drin. Ja. Es wäre wieder Klippen und so, ne? Ja, genau. Ich sehe auch gerade, dass die Folge eigentlich schon vorbei ist. Ja. Können und wir noch ein bisschen leider erfolglos abschließen müssen. Naja, passiert. Passiert ja so selten. Das muss auch mal sein. Das letzte Mal ist ja schon wieder eine Weile her. Genau. Das ist dann akzeptabel. Ja, wir werden uns mal ein bisschen Gedanken machen, was man hier so machen könnte. Genau, und vielleicht kommen wir da ja noch irgendwie drauf. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Genau. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.